Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Grüße miteinander. Herzlich willkommen. Grüße miteinander. Endlich ist es soweit. Der Sommer ist schon fast vorbei. Es ist schon fast wieder ein bisschen am Herbsteln. Der perfekte Zeitpunkt für Comedy, Kabarett und Wortwitz. Herzlich willkommen zu Comedy aus dem Labor, der ersten Sendung der neuen Staffel. Und das sind heute Abend meine Gäste. Der Claudio Zuccolini, der Frank Fischer und der Johnny Byrne. Ja, ich habe ja bis jetzt das Gefühl gehabt, dass die Menschen, dass wir alle ein Produkt sind, ein Resultat der Evolution. Also, dass wir immer schlauer und besser werden, werden wir aber nicht. Nein, ein Beispiel. Warum können die Leute Verpackungen nicht so aufmachen, wie es die Verpackungsdesigner sich ausgedacht haben? Oder man könnte rein theoretisch bei der Sollbruchstelle anfangen, dann dieser perforierten Linie entlang aufreißen und dann mit dem schlau eingebauten Klipperschluss wieder zumachen. Voilà. Aber nein, ich habe schon Nüssli-Verpackungen angetroffen, die ausgesehen haben, wenn jemand einen Tobsuchtsanfall hatte. Mit Reissen, Rupfen und Beissen bringst du jede Packung auf. Und zwar so, dass man sie nachher nicht mehr zumachen kann, weil wer will das schon? Ist doch viel lustiger, wenn der Nächste, also ich, beim Rausnehmen der Packung die Hälfte der Nüsse im Kasten verteilt. Und weißt du, was du nachher hörst? Ich musste pressieren. Sind ihr vielleicht, um was geht es? Wenn die Leute mit ihren Häusern so umgehen würden, dann würden sie einen Stein nehmen, durch die Scheibe schiessen, durch die Fenster reinsteigen. Und wenn du sagen, hey, es hat im Fall eine Tür mit einem Schlüssel, die kannst du auf und zu machen, würden sie sagen, ja, ich musste pressieren. Hey, das sind so Leute, wenn sie ein Wort googeln, googeln sie zuerst das Wort Google. Aber es gibt noch etwas viel Schlimmeres, und das ist richtig perfid. Das sind Verpackungen, die du gar nicht so aufmachen kannst, wie es die Verpackungsdesigner angeblich sich ausgedacht haben. Und weißt du was? Ich bin überzeugt, die machen das mit Absicht. Um die Menschen irr machen. Um die Leute in Wahnsinn zu treiben. Wer braucht da noch LSD im Trinkwasser? Eine einfache Aufschnittpackung langt. Da denkst du nichts Böses, kaufst du ein bisschen Delikatessfleischkäse. Diese Packung hat so einen Bereich. Ja? So einen mini kleinen Bereich, wo die obere dünne Folie nicht mit der unteren dicken Folie verschweißt ist. So ein Eckli, so ein mini kleines Eckli. Und dort kann man dann mit dem Zeigefinger und dem Daumen so ein kleines, so ein mini, so ein bisschen kann man es dort anlupfen, wenn die beiden Folien nicht doch miteinander verschweißt sind. Sind sie aber, Gottverdammi. Und nachdem dann wie ein Schimpans im Verhaltensforschungslabor der Vollweiche gsi bist, probierst du es am anderen Eckli und dort hast du nach mehreren Anläufen endlich schaffst du es, doch ein Mini-Millimeter das aufzulupfen und dann, yes, kannst du endlich so rupf und zack, hast du eine saubere, etwa 1 cm breite Schneise, so einen Folienstreifen rausgerissen und dort kannst du dann den Delikatessfleischkäse wie so ein Kleinigstüchel rauszupfen. Was für ein Schafsäckel getraut sich so etwas zu erfinden, sind alle wahnsinnig! Nein, also es ist wirklich... Ich frage mich, wer macht so etwas? Warum? Jede Banane ist besser verpackt. Bananenschale ist bereits die Krönung vom Verpackungsdesign gewesen und ist seitdem nicht mehr erreicht worden. Ein kleiner, feiner, aber entschiedener Knick, das Teil ist offen. Der Inhalt genauso gross, dass es für eine Portion langt. Sprich, zumachen musst du das Teil eh nicht mehr. Das lässt sich auch nur rückstandslos entsorgen. Welches Genie hat das erfunden? Wenn ich länger darüber nachdenke, ich werde noch gläubig im Fall. Gut. Bananenschalen haben einen Nachteil, etwas findest du ihnen sicher nicht, Delikatessfleischkäse. Ja, manchmal kann man den Inhalt nicht an der Packung beurteilen, aber manchmal ist es so, dass das Äußere exakt zum Inhalt passt. Genau so ist es bei unserem ersten Künstler. Er ist genau so, wie er aussieht. Sympathisch, witzig, charmant und klein. Meine Damen und Herren, einen riesigen Applaus für den Claudio Zuccolini! Ja. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudio Zuccolini. Viele Leute fragen mich, ist das ein Künstlername? Dann sage ich, nein, das ist mein richtiger Name. Und dann sagen sie, ist das italienisch?
Ich sage, nein, meine Eltern sind aus Sri Lanka. Natürlich ist es italienisch Claudio Zuccolini. Mehr O's und U's und I's kannst du gar nicht in meinem Namen haben. Aber die Leute fragen ja wirklich immer komische Sachen. Ich weiss, wo wir gezügelt sind, da sind wir mit 350 Zügelschachteln vor dem Haus gestanden. Nebendran ein grosser Zügelwagen, der drauf gestanden ist, Zügelunternehmen. Und dann kommt der Nachbar und sagt, so, sind wir am Zügeln? Sagst, nein, wir machen das aus all zwei, drei Monaten, tun wir alles in Schachteln verpacken. Zum Schauen, hätten wir genug Schachteln, wenn wir zügeln würden. Aber es ist wirklich, was die Leute sich für Fragen stellen. Und ich stelle mir ja auch wahnsinnig viele Fragen. Oder? Ich habe mir diesen Sommer habe ich mich wieder gefragt. Ich bin wirklich dabei und habe überlegt, warum zum Beispiel haben alle einen Schrittzähler. Kennen Sie den Schrittzähler? Das ist das Gerät, wo am Abend siehst, dass du zu wenig gelaufen bist. Ja, ein normaler Mensch müsste ja pro Tag etwa 10'000 Schritte machen. Das sind etwa 8-9 Kilometer. Wer macht das schon, der nicht Wanderer von Beruf ist? Ja? Und jetzt kommst du am Abend heim und denkst, jetzt bin ich zu wenig gelaufen. Machst du wirklich noch die fehlenden Schritte so in der Stube, bis es Essen gibt? Ich frage mich, es ist so sinnlos, der Schrittzähler. Es ist so sinnlos, wie am Bankomat einen Beleg rauslassen, wenn du 100 Franken abgehoben hast. Da frage ich mich, warum machen das die Leute? Ein Beleg rauslassen. Ha? Auf dem Beleg steht nichts anderes, als dass du jetzt gerade vor ein paar Sekunden 100 Franken abgehoben hast. Wenn das nicht mehr weisst, ich glaube, dann dürften sie dir gar keine EC-Karte geben. Aber der Schrittzähler, es ist so sinnlos. Aber wir haben jetzt die Lösung gefunden, oder? Wir haben jetzt im Quartier einen älteren Mann, der ist Schrittzähler-Sitter. Dann geht am Morgen alle Schrittzähler vom Quartier einsammeln, geht mit denen zweimal am Tag spazieren. Am Abend sind die todmüde und haben etwa 20'000 Schritte drauf und wir alle sind zufrieden. Ja? Aber es ist schon erstaunlich, was so alles gemacht wird. Ich habe mich auch in der Sommerferien wieder gefragt, warum gibt es Hotels, wo amigs als Bettmümpfeli auf das Kopfkissen ein Stück Schocke tun. Also ein Schokolädchen. Wir alle wissen, vor dem Schlafen, Zähne putzt, Schokolade essen, das ist nicht gut. Aber noch schlimmer ist es, wenn das Schokolade vergiss ist. Wenn das hinten runterrutscht und du schlafst die ganze Nacht auf so ein Schokolädchen. Wie erklärst du am Morgen am spanischen Zimmermädchen, dass der Fleck im Bett nicht das ist, was sie vermutet. Wenn sie sagt, Senorita, non es caca, non es caca. Und sie sagt, no, Senor. Und sie sagt, non es caca, es caca, oh. Es kommt sie, no, Senor. Und sie sagt, ja, komm mal hier, komm, you can taste it. Und schon hast du eine Riesenlampe. Ich frage mich wirklich so tagtäglich, wo ich mich wirklich wundere. Ich frage mich auch, warum gibt es eigentlich mittlerweile bei den Grossverteilern überall so Self-Scanning? Oder? In Migros und im Coop kennen Sie, dass man selber das Ganze einlesen muss. Da gibt es die Geräte, muss alles piep, piep, piep. Ich frage mich, was ist falsch dran gewesen, früher ein Wägele zu nehmen, die Ware rein tun, an die Kasse gehen, zahlen heim. Was war das Problem gewesen? Mittlerweile musst du das eigentlich alles selber machen, oder? Piep, piep, und alle sind völlig überfordert. Die Mütter mit dem Kinderwagen, dann noch das andere Wägele, die zwei Gofen, da noch das iPhone und jetzt noch so ein Gerät. Piep, piep, kommen die jetzt, piep, piep. Die älteren Leute sind völlig überfordert, die sagen, sie, es tut nicht. Ja, sind Sie sicher? Nein, es tut nicht. Ich habe es nicht gehört, Pieps, es tut nicht. Mal, wenn ich es jetzt so anschaue, ich sehe, es hat schon getan, aber sind Sie sicher, dass Sie 125 Packungen WC-Papier brauchen? So lange geht es jetzt auch nicht mehr. Nein, aber das ist ja wirklich birnwert. Der einzige Vorteil des Self-Scanning ist, du kannst selber deine persönlichen Aktionen machen. Du musst ja nicht alles einscannen. He? Sie machen ja nur Stichproben. Und wenn sie mich rausnehmen als Bündner hier in Zürich, dann kann ich mich ganz dumm stellen. Das ist unser Vorteil. Ich kann sagen, ich habe nicht gewusst. Also sind Bündner, ja, wir können das nicht. Bei uns kommt noch der Migros-Last ins Dorf. Ja gut, gehen Sie hinterher. Wir haben so Vorteil. Als Bündner kannst du in Zürich rückwärts mit der Bündnernummer im Auto rückwärts im Hauptbahnhof über Gleis reinfahren. Wenn sie die Nummer sehen, sagen sie, ein Bündner. Ja, ist schon gut. He? Wissen Sie, ich bin auch zu einem Viertel Bündner.
Ja, alle wollen Bündner sein. Ich bin zum Viertel Bündner, da frage ich mich, wer sind denn die anderen drei gewesen, die noch dabei waren? Ja, sicher, die Bündner sind total beliebt. Es gibt Leute, die suchen krampfhaft irgendwo in ihrem Stammbaum, ob sie irgendwo weit draußen noch verwandt sind mit einem Murmeltierchen. Das merkst du auch an den Namen an. Bündner nehmen im Unterland völlig in, oder? Dann heissen sie so der Laurina und Rhein Eckenberger, Seraina Madeleine Hofstetter. Ja, wenn du in Zürich irgendwo auf einem Kinderspielplatz bist, hast du öppemals das Gefühl, du seist in einem Schellenursli-Buch. Aber ich bin Bündner, 100%. Mein Name ist Claudia Zuccolini. Danke vielmals. Merci. Claudio Zuccolini. Ja, und die Agentin Helga Impossible ist wieder unterwegs, um die Sicherheit im Land sicherstellen, um findliche Agenten ausschalten, zum Spezialaufträge ausführen. Aber bevor sie loslegen kann, muss sie mit ihrer Agentenausrüstung noch mal in Service. Da ist Regula Esposito als Helga Impossible. Wenn der erfindlich findet, kommt und drauf hockt. Guten Morgen, die Herren. Chef. Agentin Impossible. Sie hat da keinen Zutritt im Keimwaffenentwicklungslabor. Mein Betäubungskugelschreiber schießt nicht mehr. Das ist eine uralte GX9. Das ist allererste Generation. Kein Problem. Das haben wir gerade. Warum habe ich nur einen alten GX9? Hä? Lange vorig für Sie. Nein, Chef. Hilda, was sehen Sie da? Gummistiefel. Eben nicht, das sind Antigravitationsstiefel. Wow. Und das hat nicht durchgegeben. Ist in Tat und Wahrheit ein Lügendetektor. Wahnsinn. Dann die Handgranate. Und was ist das? Das ist mein Kaffee. Was es nicht alles gibt. Chef, nur mal wegen meinem GX9-Kugelschreiber. Wisst ihr, wegen meinem alten GX9-Kugelschreiber. Wäre nicht langsam mal an der Zeit so für einen schönen neuen? Sie haben keine Befugnis für einen neuen GX9-Kugelschreiber. Und kommen Sie von dem Kiff hier weg. Lenkwaffenhamster sind heikel. Oh, da habe ich noch etwas Schönes. Der. Als Laubbläser tarnt die Raketensache. Ist mit seinen 600 PS und 360 Meilen Geschwindigkeit pro Stunde der Ferrari. Und der als Laubbläser tarnt die Raketensache. Jo, Chef. Wann gäb's denn frühestens so einen neuen, schönen GX9er? Nie. Auch interessant ist unsere neueste Entwicklung. Unser Heptibett. Warum heisst das Heptibett? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, noch mal Horti müssen die Batterien wechseln. Wollen wir nicht zusammen mal die neuen GX9er anschauen? Aber gern. Helga Impossible. Bei jeder Ausgabe von Comedy aus dem Labor haben wir auch einen Gast aus dem benachbarten Ausland. Heute ist es jemand, der bis jetzt selten in der Schweiz auftreten ist. Mich wundert es, dass er noch nicht bei uns entdeckt worden ist, weil in Deutschland ist er mit über 20 Kabarettpreisen geehrt worden. Und ich bin sicher, dass er auch bei uns bald ein Begriff ist. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie den Frank Fischer! Dankeschön, also sehr nett. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, ich bin tatsächlich heute aus Mainz hergekommen. Da wohne ich. Ich bin mit dem Zug hergefahren, 4,5 Stunden. Ich finde es toll. Also ich fahre gerne Bahn, das muss ich dazu sagen. Ich mag das auch. Allein diese Durchsagen im Zug, ist das nicht schön? Also im Fernverkehr, wenn der Schaffner noch selbst zum Telefon greift. Du sitzt also im Zug und hörst dieses wunderschöne Nicht nur Einlung am auf die Fahnen. Ich finde das so schön. Ich kann es ja mal sagen, ich sammle mittlerweile Zugdurchsagen. Ist das wirklich wahr? Die mit Abstand schönste Zugdurchsage meines Lebens, und was ich Ihnen jetzt erzähle, ist nicht ausgedacht. Die schönste Zugdurchsage meines Lebens habe ich gehört, als ich mit dem IC von Leipzig nach Dresden gefahren bin und irgendwann die wunderschöne Durchsage gehört habe. Ich möchte nun eine Korrektur der Ausstiegsrichtung vornehmen. Der Ausstieg befindet sich nun mal nicht links, sondern gegenüberliegend. Es ist toll. Fahren Sie öfter Bahn. Fahren Sie Bahn. Es ist toll. Man muss eigentlich die Bahn schon mögen wegen dieses Spektakels. Ich kann es nicht anders sagen. Kennen Sie dieses Spektakel, wenn die Mitreisenden neu einsteigen in den Zug und ihre reservierten Sitzplätze suchen? Als ob sie ein Raumschiff betreten und die Inneneinrichtung bestaunen. Und ganz besonders toll wird dieses Spektakel ja erst, wenn diese elektronischen Anzeigen ausgefallen sind. Weil dann steht auf jedem Platz drauf, gegebenenfalls reserviert. Abgekürzt mit GGF reserviert. Ich saß einmal ganz allein in so einem Großraumwagen. Von Weitem sehe ich schon so einen Mann anschlurfen. Plötzlich bleibt er direkt vor mir stehen und sagt, Entschuldigung, ist das alles reserviert? Da habe ich gesagt, ja. Sie sehen ja, GGF reserviert. Mein Name ist Graf Gustav Fischer. Und Sie brauchen gar nicht weiterzugehen, vorne die Plätze sind auch alle mir. Habe ich natürlich nicht gesagt, bitte. Habe ich natürlich einen Platz verkauft. Aber nur übrigens noch ein kleiner Tipp von mir als Vielreisenden. Um Spaß zu haben, müssen Sie nicht unbedingt einsteigen in den Zug. Es reicht oft aus, am Bahnsteig einfach nur stehen zu bleiben. Das ist mir bewusst geworden, als ich von einem Mann mal angesprochen wurde am Bahnsteig, der mich auf Englisch gefragt hat, welchen Zug er nehmen muss. Und ich wusste auch, dass in die Richtung, in die der Mann will, die S-Bahn fährt. Und der Weg zur S-Bahn ist in Deutschland zumindest immer ausgeschildert mit diesen großen Schildern, mit diesem dicken S drauf. Ne? In der Ferne hing auch so ein Schild, deswegen habe ich da hingedeutet und gesagt, follow the big S. Dauert, ich habe es damals auch nicht ganz so schnell gemerkt, ehrlich gesagt. Ich habe das wirklich erst gemerkt, als ich gesehen habe, dass in die Richtung, in die ich gezeigt habe, eine ziemlich korpulente Frau entlang. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, dass der vielleicht zum ersten Mal in Deutschland war. Und ich war der Erste, den er angesprochen hat. Der kommt nie wieder. Das muss man aber eigentlich mal, solche Sachen muss man öfter mal bewusst machen, oder? Das denke ich mir oft, mal bewusst ungewöhnliche Sachen in den Alltag einbauen. Mal die Leute bewusst irgendwie irritieren. Ich glaube, man hätte viel mehr Spaß im Leben. Kann das sein? Oder wenn Sie, zum Beispiel, wenn Sie im Büro arbeiten. Gehen Sie mal morgens in den Aufzug rein, drücken Sie alle Knöpfe, dann gucken Sie sich so um und sagen Sie, ach, ich arbeite ja hier gar nicht. Und dann gehen Sie wieder raus. Sie müssen es halt machen, verstehen Sie? Gehen Sie mal zum Mediamarkt, tippen Sie mal einen Verkäufer auf die Schulter und sagen Sie, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Nur um dieses Gesicht zu sehen, wissen Sie, für diese eine Sekunde, das. Oder wenn Sie gerne schwimmen gehen, kleiner Tipp von mir, wenn Sie gerne schwimmen gehen, gehen Sie mal mit Regenschirm ins Wasser. Gerade auch im Hallenbad, ziehen Sie mal Ihre Bahnen mit aufgespanntem Schirm. Und wenn Sie der Bademeister fragt, was das soll, schauen Sie ihn an und sagen Sie, weil's erlaubt ist. Die Antwort auf alle Fragen, weil's erlaubt ist, das passt immer. Gehen Sie mal Mitte August bei 30 Grad durch die Fußgängerzone mit Daunenjacke und Wollmütze. Und rufen Sie die ganze Zeit, oh Mann, ist das heiß. Wenn Sie einer fragt, warum Sie das machen, schauen Sie ihn an und sagen Sie, weil's erlaubt ist. Die Antwort auf alle Fragen. Das müssen Sie sich allerdings vorher überlegen, das ist klar. Ne? Weil in dem Moment selbst kommen Sie nicht drauf. Das kennt man ja. Ne? Ein paar Minuten später fällt dir immer ein, ah, das hätte ich sagen sollen, dann ist es immer zu spät. Wenn man schon in einen Raum reinkommt und begrüßt wird mit dem Satz, ah, wenn man vom Teufel spricht. Und wenn man fragt, was über einen geredet wurde, kriegst du immer so als Antwort, oh, nix. Mit Menschen, die sowas sagen, erlaube ich persönlich mir auch mal gern einen Spaß. Können Sie gerne mal ausprobieren, das funktioniert immer. Wenn ich mit dieser Person allein in einem Raum bin und eine andere Person betritt den Raum, dann sage ich immer, ach, da ist er ja, da kannst du es ihm ja gleich selber sagen. Dann stehe ich auf und gehe raus.
Probieren Sie es aus, das war's von mir. Vielen Dank. Der Frank Fischer. Ja, als Sendung mit einem Service-Public-Auftrag haben wir für unser Publikum eine spezielle Dienstleistung. In jeder Ausgabe haben wir wichtige Ratschläge, die helfen, das Leben erfolgreich zu meistern. Da ist der 1-Minuten-Tipp von Lapsus. Die Leute schützen sich in der heutigen Zeit nicht mehr richtig schützen vor der starken Sonne. Wichtig bei der Sonnencreme ist nicht der Faktor. Nein, man muss es richtig schön dick auftragen. Den Bruno habe ich schon schön fertig geschützt vor der Sonne. Bruno, wo bist du? Bin da. Sonnenschein, in praktischen Kübeln zum Mitnehmen oder im Familienfass, da kann man die Kleinen in einem Schnurz ohne grosses Geschrei eingrämen. Bruno, bitte, wo bist du? Wie da? Ja. Grüezi, hol! Bruno, nein! Sind ihr daheim gerade auch eingecremt? Lapsus mit dem 1-Minuten-Tipp. Ja, ich bin ja persönlich froh, dass es langsam vorbei ist mit dieser Eingrämlerei. Ich bin gar nicht böse, dass der Sommer langsam vorbeigeht. Hurra, Herbst, endlich nicht mehr mit müssen in Body. Zusammen mit 15'000 anderen Leuten pro Quadratmeter. Katastrophe. Ab und zu lass mich überreden, oder? Hey, Mittwochnachmittag, 32 Grad, ab in Body. Und ich finde, ja genau. Wo findet man schonungslos raus, dass 90% der Menschen nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen? Wo merkt man schneller, dass Tattoos nicht zu schwabbeligen Körper passen? Ja, ich meine, wenn so ein Model mit einem Sixpack wie ein Xylophon ein Tattoo hat, das sieht geil aus, oder? Aber bei den Meistern, wie sieht es doch aus, wenn der Tätowierer mal auf einem Stück Fleischkäse geübt hätte? Ne? Und dann steht man so gemeinsam mit dem Spiel- und Planschbecken um. Man kommt sich vor wie im Ganges in Indien. Und gut, dort ist vielleicht die Wasserqualität ein Tick besser. Weil in der Body hat es auf dem Wasser so einen Ölfilm aus Sonnencreme. Überall schwimmen Pflaster rum. Und da und dort im Becken sieht man so Personen mit dem leicht verträumten Gesichtsausdruck, den man immer nur dann hat, wenn man nach langer Zeit endlich mal Blasen leeren kann. Wow, ehrlich. Ich meine, ich komme Lust über mich bei dem Anti-Pilz-Düsen-Teil. Gerade der ganze Körper. Wow, oder? Gut, ich bin vielleicht auch ein bisschen traumatisiert. Ich hatte ein Erlebnis als Kind in einer Body. Ich bin mal in so einem Becken unterwegs mit einer Taucherbrille. Und mir ist buchstäblich ein Stück Scheiße entgegengekommen. Zuerst habe ich gar nicht geschnallt, was ich da vor mir habe. Erst als ich... Ist ja gleich. Oder Wurst. Plötzlich merkt man, auch das könnte gemeint sein mit dem Wort Arschbombe. Merci. In jeder Ausgabe von Comedy aus dem Labor präsentiere ich Ihnen auch einen Comedy-Künstler, den noch nicht alle kennen. Unser heutiger Geheimtipp kommt aus Luzern, auch wenn die Reise da nicht ganz einfach war. Mit dem Johnny Byrne. Hi Sateli. Ich komme Johnny Byrne abholen. Zum Mitnehmen oder Takeaway? Nein, für Comedy aus dem Labor. Nein, ist nicht Labor, Karl. Ist alles fließt hier. Flüssige Muse, flüssiges Fleisch. Ja, der Johnny Byrne. Hier ist nicht Byrne. Hier ist Luzern, Karl. Oh, Johnny. Hey, Michel. Wir haben das Labor. Ja, let's go. Also los. Tschüss. Nein, ich nicht tschüss. Ist tschüss sauer. Ah, Tuk Tuk. Hey, pass auf! Fuck! Ich habe eine Bratze! Ah!
denke an Wasch mich. Ah. Hey! Hey, Wissen, steig hier, es läuft wieder! Komm, es geht ab! Ah. Pass auf! Fuck, ich kann immer noch nicht bremsen! Voll geil. Jetzt geht sie wieder. Der Johnny Byrne, a.k.a. Tante Vaughn. Hi, Cecily. Ich bin Tante Vaughn von Sonny Byrne und habe eine neue Frisur, gell? Aber du weißt, ich mache heute keine Vorspiel, gell? Aber ich komme am Schluss noch einmal mit einem kleinen Happy Ending, ja? Was du noch nie gesehen hast, ist weiße Fernseher, gell? Ja? Will du wissen, was? Musst du bleiben da, gell? Und jetzt einen großen Applaus für meine geile... Entschuldigung. Für meine kleine... Das ist eine Fleuze fürs Blecken, gell? Jetzt einen großen Applaus für meine kleine Neffe, Sonny Byrne! Danke vielmals, meine Damen und Herren. Merci vielmals. Mein Name ist Johnny Byrne. Das ist meine Tante Vaughn. Ich sage das einfach, weil ich weiss, dass viele Schweizer uns Asiaten nicht voneinander unterscheiden können. Tante Vaughn, Johnny Byrne. Ja, ich werde sehr oft verwechselt. Schön an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass ich mehr als Asiaten haben fast etwas gemeinsam mit euch Schweizer. Ich habe einfach gehört sagen, dass in gewissen Bergregionen die kommt es anscheinend auch ein bisschen zu Verwechslungen. Unter den Leuten, weil sie sich so gleich. Same, same, but different, würde jetzt meine Tante Vaughn sagen. Ja. Aber warum können eigentlich die Schweizer uns Asiaten so schlecht voneinander unterscheiden? Ja? Kann mir da jemand sagen? Wir gleichen uns? Ja. Ja. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mittlerweile auch schon sehr gut asiasiamilisiert, sodass ich die Asiaten auch nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich bin gerade letztes Wochenende am einem Familienfest gewesen. Am nächsten Tag hat mir meine Mami angerufen und hat gefragt, wo ich gewesen sei. Ja, du, bin ich prompt in einer falschen Familie gewesen? Ja, ich habe gedacht, warum macht mich die Tante so scharf? Ist gar nicht meine Tante gewesen. Ja gut, vielleicht war es einfach mein umgebauter Onkel gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Viele von euch waren ja sicher schon mal in Südostasien, warum auch immer. Ja, die meisten Leute, die zurückkommen, die schwärmen von liebenswerten Menschen, von feinem Essen und von der legendären Ping-Pong-Show. Ja, die lachen, die kennen es. Mittlerweile glaube ich schon ein UNESCO-Weltkulturerbe. Die es nicht kennen, ja, die leben ein beneidenswertes, naives Leben. Ja. Aber trotzdem, meine Damen und Herren, ich werde jetzt die Ping-Pong-Show nicht vorenthalten euch. Und Tante Vaughn ist sich schon auch langsam am warm machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, möchten Sie sich bequem? Ja, rücken Sie näher auf Fernsehen, damit Sie es auch richtig gut sehen, damit Sie es, falls Sie es daheim wollen, ausprobieren, dass Sie es nicht falsch einführen. Meine Damen und Herren, der Ping-Pong-Ball ist von Generation zu Generation weitervererbt worden. Es hat nicht mehr die Originalfarbe. Da steckt jahrelang Herztraining dahinter. Ja. Was es jetzt noch braucht, ist ein heißes Gerät aus dem Publikum. Ja. Super. Okay. Dann mach ich selber. Meine Damen und Herren, die ultimative Ping-Pong-Show! Merci vielmals, ja. Oder was für eine Ping-Pong-Show haben Sie erwartet? Sorry, ich bin Kambodschaner. Ich kenne nur diese Show, ja. Und jetzt, wie versprochen am Anfang, noch einmal ein Riesenapplaus für meine Tante Vaughn, an ihrer Vokulele, an ihrer super Wokpfanne mit ihrem neuesten Hit «Ich liebe Woken
Ende! Montag, sei sie. Dienstag, sei sie. Mittwoch, ja, sei sie. Donnerstag, ja. Freitag ist immer noch ein bisschen sei sie. Aber dann kommt Samstag. Und Sonntag, yeah, 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 Wochenende. Ich liebe Wochenende, yeah, 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 yeah. Atemlos durch die Nacht, bis dann die Wochen nicht mehr mag. Atemlos durch die Nacht, bis dann die Wochen nicht mehr mag. Danke vielmals! Merci, merci. Merci vielmals, danke, danke, danke. Ja, danke, danke. Danke, danke. Der Johnny Byrne. Ja, damit ist fertig für heute. Schluss, ab ins Bett. Schlafen Sie gut, hoffentlich besser als ich. Sie können sich nicht vorstellen, was mir letzte passiert ist. Michel! Michel! Ah! Entschuldigung, ich wollte dich nicht aufwecken. Manuel Stahlberger? Ja, nächste Woche ist doch wieder Comedy aus dem Labor. Und jetzt? Ja, weißt du, ich würde gerne auftreten. Im Küssi? Nein, im Labor. Ah. Gern? Danke. Gute Nacht. Comedy aus dem Labor am nächsten Donnerstagabend online auf srf.ch oder am Freitagabend auf SRF 1 23.40. Dann mit Manuel Stahlberger, Till Reiners und Renato Kaiser. Hoffentlich sehen wir uns dann wieder. Und jetzt ab in die Federn. Gute Nacht. Fast wieder ein bisschen am Herbsteln. Der perfekte Zeitpunkt für Comedy, Kabarett und Wortwitz. Herzlich willkommen. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mein Name ist Claudio Zuccolini. Viele Leute fragen mich, ist das ein Künstlername? Das sage ich am liebsten. Mit dem Zug hergefahren, 4,5 Stunden. Ich finde es toll. Also ich fahre gerne Bahn, das muss ich dazu sagen. Ich mag das auch. Allein diese Johnny Byrne, das ist meine Tante Wong. Ich sage das einfach, weil ich weiß, dass viele Schweizer